Moin Moin, willkommen zum nächsten Part von Star Wars Empire at War. Wir machen jetzt weiter. Genau, hier sind Sternzerstörer. Ich werde jetzt möglichst versuchen, wieder regelmäßig Videos zu nehmen. Deshalb nehme ich heute wieder zwei, drei Parts auf. Da muss ich mal schauen, wie das mal im Speicher platziert. So. Ich habe vorhin schon eine Testaufnahme gehabt. Da ist irgendwas fehlgeschlagen hier, deshalb mache ich das nochmal, und zwar wollte ich gleich meinen Charakter hier nach Wyland ziehen. Weil über Salukami gleich eine Flotte kommt, aber irgendwie wir halt im Orbit sind, aber nicht kämpfen können. Ich weiß nicht, was damit los ist, deshalb gucke ich erstmal. Und dann möchte ich hier unten auch Alderaan weiterhin aufrüsten. Aber erstmal warten wir hier noch, dass ich hier nochmal zwei Sternzerstörer kaufen kann. Und dann werde ich mit dem restlichen Geld hier auf Alderaan noch die Raumschiffe in Stufe 3 bauen. Zack, ist nämlich ganz schön billig. Dann werde ich jetzt nochmal saven. Ich mache mal noch einen zweiten Spielstand. Mal schauen, ob die gleich nochmal ankommen. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Ich werde jetzt, wie viele Sternzerstörer haben wir jetzt hier? 6. Das ist gar nicht so schlecht. Wir bekommen dann gut Jäger. Ach, hier ist auch noch einer. Ne, den will ich dann noch hier umziehen. Ja, ich rüste hier noch die nächste Raumstationsstufe auf. Oder wir wollen zusätzlichen Sternzerstörer, das wäre auch möglich. Wir machen das so, so. Und dann darf Jon einmal kurz da oben nochmal auf Datum, ja. Auch wenn es nichts bringt, aber es bringt ja schon was. Einheitenkapazität bringt es, ja. Gut, ich könnte jetzt mal versuchen, Saloikami anzugreifen. Speicher nochmal. Das habe ich mir nämlich überlegt, dass wir erstmal rechts sauber machen, dass wir dann rechts nicht so viel Abwehrflotten brauchen. Jo. Ach du Scheiße. Hä, warum ist er denn zur Sonne gegangen? Und warum haben die da Infanterie im Orbit? Fragen über Fragen, die keinen Sinn ergeben. Aber warte. Eine optimale Taktik ist die Vernichtung von haben die nur Infanterie hier im Orbit? Denn wenn ich hier gerade bin, dann nehme ich gleich die... What the fuck? Die haben... Okay. Gut, ja gut. Dann nehme ich mal kurz die Sonne noch ein. Ich meine, warum nicht, wenn ich gerade hier bin? Und wenn hier nur Infanterie im Orbit ist? Bescheuert. Ja gut, dann... Alter, und wir haben... Alter, richtig nice Geld bekommen. Das ist saugeil, dann hau ich erstmal hier ordentlich was raus. Angriffszeit haben wir jetzt nicht so viel. Ja, ich hau mal ordentlich jetzt noch Verteidigungsanlagen raus. Einfach ein bisschen Geld raushauen. Ich meine, wenn wir es gerade haben, dann kann ich auch überall mal die Abwehr verstärken. Oh, guck mal, First Order Fighter. Kuriban wird angegriffen. Aber erstmal machen wir Saloikami. Wir haben hier nur eine einzelne Raumstation, das ist gut. Das ist nice. Weapon Boost, Interceptor und MC-30. Ach scheiße. Ich hab den... Ah, blöd. Ach ja, da seht ihr diesen einen Bug. Eine optimale Taktik ist die, ich weiß nicht, ob ich den schon erzählt in der Test. Ich habe einmal getestet. Die Verteidiger voneinander zu trennen und knöpft sie euch einzeln vor. Ich achte mal kurz darauf, ob ihr Schilde relativ... Ja, natürlich. Bleibt mal stehen, ja. Lasst ihr es mal sein. Und zwar, wenn wir nämlich... Erwarte ihre
Erstmal markiere ich mir die Sternzerstörer. Erwarte Ihre Anweisungen. Hallo? Achso. Unterwegs zu den Koordinaten. Erstmal markiere ich mir die Sternzerstörer hier. Bestätigt. Damit ich nicht die anderen aus Versehen anklicke, sonst gehen die nämlich kaputt im Asteroidenfeld. Und zwar, wenn wir Helden direkt so rausspawnen, zumindest bei Ionen, ist mir das aufgefallen, sind die Schiffe grün. Irgendwie kann er da Texturen nicht laden. Deshalb, naja, gut, ich ziehe mich jetzt aber nicht zurück wegen... Die Schilde sind ausgefallen. Was? Commander? Was machst du? Dann bleib eben da weg, ey. Wir haben den Gegner. Scheuert. Ah, ich denke mal kurz die Bomben am Räumen da mal ordentlich auf. Das müsst ihr halt durch diese unterschiedlichen Formen halt erkennen, also durch die Schiffe, weil die Farben sind halt überall meistens rot. Alter, die Raumschiffe tun halt aber richtig viele Torpedos aus. Also zumindest was den Schildgenerator angeht. Heftig. Dann machen wir jetzt erstmal hier diese ganzen Gonzalis oder Gonzanti-Fregatten, genau, irgendwas mit ganz, weiß ich noch, von Republic at War. Damit die hier meine Jäger... Na toll, den einen krieg ich jetzt nicht mal anvisiert. Ah, ich bin auch da. Dann darfst du auch mal mit draufballern. Das sieht natürlich jetzt scheiße aus, wenn das Schiff so grün ist. Aber naja, kann ich es jetzt nicht ändern. Müsste ich es mir merken für die nächste Raumschlacht. Gut, wir haben gewonnen. Da war ja eh eigentlich nur eine Raumstation. Ich meine, wir haben ja unten noch jede Menge Jäger bekommen. Wird gleich Korriban angegriffen. Ich hoffe, wir haben nicht wieder diesen Bug. Gegnerische Flotte im Anflug. Oh, die Sonne wird jetzt auch angegriffen. Scheiße. Sternenzerstörer hier. Hui. Wow. Warum wackelt mein Bildschirm jetzt, also mein Bild so? Viel, ey. Betreib's doch nicht. Ja, ich habe mal haufenweise Jäger hier. Ich muss mal gucken, ob das passiert. Muss ich mich zurückziehen und hole eine zusätzliche Flotte und greife die Flotte da an. Warum ist das Schiff denn jetzt auch schon wieder grün? Ich verstehe es nicht. Aber wir haben noch die ganzen Upgrades hier. Hä? Ja, da meine ich ja. Die Helden sind irgendwie... Ich weiß nicht, was ist denn los hier? Naja, komisch. Ich werde mich um sie kümmern. Positioniert die Flotte so, dass nichts das System verlassen kann. Unsere Scanner haben eine feindliche Flotte entdeckt, die sich unserer Position nähert. Beseitigt sie. Jedes Schiff den Sektor ab. Oh, ich bekomme mal ein paar Jäger und sogar einen Sternzerstörer. Okay, da wusste ich jetzt nicht, dass noch die Special Starbase hier ab. Aber das ist natürlich gut, wenn ich hier Schiffe bekomme. Wir werden den Sektor sofort scannen. Das ist nice. Und noch ein Kamalkreuzer. Gut, dann lohnt es sich wahrscheinlich doch diese Golan-Station zu bauen. Das ist hier alles Musik für die Leute, die es nicht wissen, und Musik spielt es nicht ab. Was leckt das denn jetzt hier so? Zu Befehl. Empfange Nachricht. Hallo? Sie kommen zurück. Berechnet alle möglichen Positionen nach Ihrem letzten linken Kurs. So, was hätte ich mal wieder gefangen, ey. Abartig. So, dann machen wir Waffenenergiestärkung. Ja, das sieht echt scheiße aus. Im Grün. Ich verstehe es nicht, warum das grün ist. Also, hier habe ich ja noch mehr Fighter. Die schicke ich auch mal direkt nach vorne.
beim letzten Mal, für die letzte Schlacht, wo wir hier waren, da war es ja nicht so. Verstehe ich nicht so wirklich, naja gut. Kann man es halt nicht ändern. Gegnerische Flotte geortet, mein Lord. Muss nur aufpassen, dass mir diese Imperium SSD nicht drauf geht. Aber ich denke mal nicht, dass sie so schnell drauf gehen wird. Hier haben wir noch Bomber, die schicke ich auch mal nach vorne. Ich kann leider diese teuren Upgrades jetzt hier nicht kaufen. Aber naja. Der hat aber auch viele von diesen ganzen Schiffen hier. So, hau mal wieder Waffenenergiestärkung raus. Das sieht echt schon scheiße aus. Also das Schiff tankt sozusagen ein bisschen für mich. Das hier werde ich gleich mit Super Laser zerstören. Na komm. Da ja keine Schilde mehr hat, sollte das Schiff jetzt eigentlich drauf gehen. Natürlich geht es nicht drauf. Boah, ist das nervig. Naja. Das sieht echt scheiße aus, habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, aber es stimmt schon, dass es richtig scheiße aussieht. Ich habe schon ganz schön viele Jäger verloren. Gefällt mir auch nicht so wirklich. Kannst du überhaupt schießen? Station bereit. Kannst du wieder... Ne, Waffenengestellung kann er noch nicht machen. Na, die zerstören jetzt hier meine ganzen Frontgeschütze. Hier sollte ich vielleicht mal ein paar mehr Stifte setzen. Ich denke immer noch, dass man hier mit halt den Superlaser mit einem Schuss die feindlichen Schiffe zerstören kann. Aber das ist ja hier nicht so. Laser. Mein Monkamal-Kreuz ist auch endlich mal da. Wo ist mein Sternschiff? Sternzerstörer? Da. Du sollst eigentlich mit hier runterkommen, aber na gut. Na, komm auch mal dahin. Ach, das ist immer noch scheiße, dass die Schiffe das aushalten. Nach hier unten ist ja auch noch ein Held. Wenigstens haben wir jetzt auch mal ein bisschen Monklamari-Unterstützung hier. Alle Schiffe angriffen. Melde mich, liebe Polen. Geh du mal auf. Obwohl, geh du mal auf den hier. Also wenn ich hier was schießt du denn da? Schießt du mit Ionengeschossen auf den? Ich werde wahrscheinlich auf Korriban versuchen, die ganzen Special Starbase Stations zu bauen. Dann brauche ich, glaube ich, keine Flotte mehr hier, aber das reicht dann. Wie viel Panzerung kriegen wir eigentlich? Trotzdem hält das Schiff so wenig aus, naja. Weiß ja nicht, viele Schiffe sind ja schon ziemlich beschädigt, das hier unten ist was kaputt. Hier haben wir noch eins mit Schilden. Ja, ansonsten ist gar nicht mehr so viel hier. Ich denke, ja, die Schlacht wird schon mein sein, also da habe ich jetzt keine Angst vor irgendwas. Ich habe nur schon wieder so viele Fighter verloren. Vielleicht sollte ich hier auch Sternzerstörer hinsetzen. Ja, ich denke mal, das wäre schon eine gute Idee. Ja, bist du auch jetzt.
endlich mal da. Ich weiß gar nicht, ob die Imperium SSD überhaupt noch hier hinten hinschießen kann. Aber die kann auch so ein bisschen weiter tanken. Ich weiß gar nicht, gegen wen kämpfen wir jetzt? Ich glaube, die Galaktische Allianz ist das jetzt, glaube ich. Ich weiß es jetzt echt nicht. Ja, ich denke schon, dass die Galaktische Allianz... Na gut. Unsere Systeme haben Schaden genommen. Ihr seid ebenso ungeschickt wie dumm. What the fuck war das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Also ich kenne das aus dem Film, dass Vader die die Admiräle tötet, die versagt. Hä, aber was ist denn? Ist doch gar nicht los mit dem Schiff. Die Imperium SSD ist noch hat doch hier hinten noch so viel Bewaffnung und es dauert noch eine ganze Weile, bis die komplett kaputt ist. Naja, gut. Ist es halt so. War aber lustig. Das sieht aber echt scheiße aus mit dem Gelb, mit dem Grün, meine ich. Naja. Irgendwie will das Schiff hier nicht drauf gehen. Ich schieße den Superlaser gleich auf das Teil. So, also jetzt. So, dann ist das wenigstens jetzt mal weg. Oh, der wird von den Bombern zerfetzt. Das ist echt scheiße. Und mein Bildschirm verschiebt sich nach links. Was soll die Scheiße? Immer wenn ich sauer spiele. Egal. Ich stört jetzt nicht so sehr. Ich glaube, das ist in der Aufnahme nicht auch so. Ich kapier's nicht. Was mein scheiß PC los ist. Schießt durch den Schildgenerator, na gut. Ich habe fast alle meine Fighter verloren, die zusätzlichen. Also die ich gekauft habe, das ist echt scheiße. Wir werden den Sektor sofort scannen. Wer schießt denn da so extrem? Hö, wo kommt... Hä, 9 Stück müssen noch jetzt schon... What the fuck? Ja, Sir. Befehl bestätigt. Euer Befehl, Sir? Ich dachte, das wäre es jetzt langsam. Wo kommen die denn teilweise noch alle her? Ist ja krank. Die Schilde halten das nicht auf. Mein Bildschirm nervt. Ich verstehe nicht, warum der sich immer verschiebt. Kommando. Bewegung. Ihr könnt nicht entkommen. Mein Lord, wir konnten bislang noch nicht. Unser Hauptanschlag ist aufgefallen. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Das ist voll lustig. Im Hintergrund wird der ganze Zeit... Tötet Vader die ganze Zeit dann Admiräle. Bescheuert, ey. Berechnet alle möglichen Positionen nach ihrem letzten bekannten Kurs. Wende Manöver rein. Ich glaube, ich muss gleich doch schon wieder aufhören. Irgendwas ist mein Bildschirm schon wieder verkehrt. Wir sind gleich da. Das nervt so eine Scheiße, ey. Das sind feindliche Fighter, die ganze Zeit hinten rumfliegen, oder was? Toll, ja gut, mir gehen langsam nämlich die Fighter aus. Positioniert die Flotte so, dass nichts das System verlassen kann. Wie ihr wünscht, mein Lord. Hä? Okay, noch mehr Schiffe. Roger, bestätigt. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Super Laser habe ich gleich wieder und zerstöre ich den hier. Auch noch einer. Ey, vielleicht kann ich die beiden Helden gleich mit einem Klick zerstören. Was ist denn eine lange Raumschlacht? Ich würde gerne echt diese einen Upgrades verkaufen und mehr Health und so weiter. Das würde sich schon echt lohnen. Du wirst jetzt erstmal drauf gehen. Ne, wird er natürlich wieder nicht wettig mit rum. Oder? Ne, natürlich überlebt er. Natürlich überlebt er. Das erwarte ich eigentlich. Wir können anfangen. Zerstörer hier.
sofort scannen. Empfange Nachricht. Das ist natürlich scheiße, dass meine Raumstation... Ich verstehe nicht, warum die Raumstation nicht alles angreifen kann. Naja, egal. Oh, die Hälfte ist schon draufgegangen von dem. Das ist nicht so schön. Der hat aber auch viele Schiffe, das ist richtig ekelhaft, ey. Du aber nicht, nein, nee. Vielleicht habe ich wieder Superlaser, dann schieße ich mir auf diesen Held hier, obwohl der wird das wahrscheinlich bei noch mehr M1090. Alter, so langsam wird es aber knapp, weil so viele Schiffe, so lange kann ich auch nicht aushalten gegen die ganzen Drecksteile hier. Schon mal ein bisschen Feuer. Der wird das natürlich auch wieder überleben, ich kenne das ja schon. Ja, es ist klar, dass die überleben. Da sind sie. Aber das könnte alles Mögliche sein. Schmuggler vielleicht. So, die Schilder sind zum Glück schon mal da und dann kann der jetzt endlich mal komplett drauf gehen. Gut, jetzt tanken so langsam meine vorderen Schiffe. Pff, diese Raumschlacht dauert echt lange. Kommt mal hier hoch, ey. Jetzt verliere ich die auch noch. Das ist echt keine gute Raumschlacht. Mir wird schon wieder warm, ich hasse das. Ich habe schon langsam gar keinen Bock mehr, überhaupt irgendwas aufzunehmen, weil mir immer so schnell warm wird. Während des Zockens, warum auch immer. Fleet Commander. Der Typ nervt. Mal gucken, wen greife ich denn jetzt gleich an. Der hier ist fast kaputt. Oder soll ich den Fleet Commander töten? Der kann meine Pium SSD auf entfernen. Dann will ich das Schiff hier zerstören. Ja, wow, es hat mal gereicht. Positioniert die Flotte so, dass nichts das System verlassen kann. So, hauen wir maximales Wirkungsfeuer raus. Zerstören wir diese ganzen kleinen Dreckschiffe hier, die noch übrig sind. Bisschen überpowert meine Schiffe hier, die halten ja immer noch aus. Und hauen schon ordentlich Schaden aus. Mich stört das ein bisschen, dass meine Station hier irgendwie nichts machen gegen die Jäger. Ich meine, naja gut, ein bisschen das treffen die, aber es ist einfach, es ist nicht genug, sage ich jetzt mal. So, gleich kann ich wieder Superlaser einsetzen. Es wird knapp, aber vielleicht denke mal, dass ich das noch schaffen werde. Da werde ich hier echt Verstärkungen schicken. Ich finde aber auch scheiße, dass der mich immer mit größeren Flotten sozusagen angreift. Wer schießt denn da? Du? Du machst den mal, obwohl du kannst hier bleiben, bleib hier. Den zerstöre ich gleich mit einem Superlaser. Oder zerstören ist... Raging Vader hier, ey. Lustig. Och Mann, ey, es hat fast gereicht. Ich hasse das. Da haben wir noch einen Klamari-Kreuzer. Gut, dass wir die ganzen Upgrades echt haben. Du bist gleich drauf. Das sind immer noch einzelne zwei Schüsse, die da einen Schuss hier den Rest zerstören.
Das heißt, meinen nächsten Superlaser werde ich wahrscheinlich auf den hier schicken. Dann greifst du mal den Flotten und du greifst das an. Und du greifst den kleinen Pelennon an. Diesen kleinen hier, ne? Pelennon Destroyer. Wir haben Probleme, sie zu orten. Setzt ein, was nötig ist. Oh, mein Bildschirm hat sich wieder gerade geschoben. Das ist ja gut. Der ist auch leicht auf. Das ist schon echt spannende Raumschlachten. Das macht schon ziemlich Spaß. Der da gehört mir. So, du wirst jetzt drauf gehen, hoffentlich. Ich glaube, das wird reichen. Tschüss. Das Einzige, was mich jetzt stört, dass die viele Schiffe einfach grün sind. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, irgendwie Texturen nicht richtig geladen werden oder so. Also hier werde ich unbedingt neue diese ganzen Stationen bauen. Hallo, du solltest eigentlich angreifen. Was macht er? Er dreht sich weg. Positioniert maximales Wirkungsfeuer. Das System verlassen kann. Wie ihr wünscht, mein Lord. Kann der auf den schießen? Ja. Machen wir den jetzt erstmal kaputt. Da diese dicken, diese weißen Schüsse habt, die ihr seht. Das sind ja die dicken Turbolasertürme, also diese, ich weiß nicht wie die heißen, zeigt man ja hier gerade. Turbolaser Battery Heavy, genau, die macht nämlich massiven Schaden. Also langsam kriegen meine Jäger da oben auch Schaden. Wir werden den Sektor sofort scannen. Aber es lichtet sich zum Glück langsam. Der ist gleich kaputt. Dann werde ich wahrscheinlich den nächsten Superlaser auf den Ionen schicken. Auch wenn er wird es überleben, sage ich jetzt mal. Ich kenne das nämlich schon. Also können wir schon mal massiven Schaden anrichten, oder? Ne, natürlich hat er überlebt. Guck mal, wie wenig Leben der noch hat. Eine Nanosekunde noch und es hätte sogar gereicht. Wir haben Probleme, sie zu orten. Setzt ein, was nötig ist. Mach mal das Schiff hier kaputt, das riecht mich auf. Es ist halb Schrott und schießt trotzdem noch. Jäger, ich hatte euch eigentlich gebeten, da mal hochzugehen und da oben anzugreifen. Gut, ich hoffe, das geht jetzt erstmal gleich drauf, habe ich zwar schon 10.000 Mal gesagt. Der Held kann sowieso nicht mehr entkommen. Ich würde mal sagen, das Schiff rettet mir sozusagen den Arsch in diesem Kampf. Mach mal das hier kaputt. Dass das hier mal wegkommt. Dann haben wir nämlich schon mal hier vorne wieder ein Schiff weniger. Das ist nämlich dann gut. Dann haben wir weiterhin unsere Ruhe. Jetzt nur noch den Taktor, also den Fangstrahl. Komm, zack, wunderbar. Dann kannst du eigentlich... Oh, der Held, nee, der Held lebt noch. Der schießt auf. Ich habe kein Verständnis für Versager. Ich sehe, Sie haben ihr Todesurteil unterschrieben. So, jetzt will das mal der Held hier verrecken. Hoffentlich reicht es. Ja. Puh. Commander? Und ihr lebt immer auch. Ja, die ganzen Upgrades machen sich hier schon bezahlt, wie ihr merkt. Die Schiffe halten ordentlich was aus. Melde mich, liebe Bull. So, jetzt kommen wir mal die Jäger hier eigentlich mal hoch. Ne, sind immer noch hier unten am Kämpfen. Ja, ja, die können mir eh kaum was. Orbitalkommando verfügbar. Das Ding lebt immer noch, ne? Macht jetzt dieses Kackteil kaputt. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Es ist fast zerstört und kann immer noch so auf den Sack gehen, sozusagen. Oh, Gott sei Dank, ey. Wie sehr habe ich auf diesen Satz gewartet. Jetzt kommt die Frage. Jo. Nee. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Jedes Schiff den Sektor. Melde mich wie befohlen. Bis sie gefunden sind. Okay. Jawohl, Commander.
Na komm! Oh, natürlich. Tschüss. Komm nie wieder, ey. Puh. Fahrzeug wird produziert. Gut, Leute, dann war's das jetzt hier. Ich speichere und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.